Insider macht Pläne der Welteliten öffentlich. Das ist heute unser Thema. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Dr. Richard Day, ein führender US-Medizinprofessor, hielt 1969 einen Vortrag über die geheimen Pläne der Welteliten. Dr. Day war Spezialist für Fortpflanzungsmedizin und von 1965 bis 1968 medizinischer Direktor der von Rockefeller gesponserten Organisation Planned Parenthood, zu Deutsch geplante Elternschaft. Die Inhalte des Vortrags, die nicht an die Weltöffentlichkeit gelangen sollten, wurden 1988 von einem Zuhörer, Dr. Dunnigan, öffentlich gemacht. Oberste Priorität der selbsternannten Welteliten sei die Verhinderung der Überbevölkerung durch totale Bevölkerungskontrolle. Eine Überbevölkerung könne man durch Förderung der Abtreibung inklusive Pille danach, Förderung von Verhütungsmitteln, Beeinflussung der Bevölkerung zu kinderlosen Spaßsex, Förderung der Homosexualität und die Zerstörung der Familien verhindern. Mit einem zusätzlichen Ansatz gelänge es, die Bevölkerung weiter zu reduzieren, durch aktive Sterbehilfe und Unterdrückung der Krebsheilung. Von daher also weht der Wind. Ich übergebe an meine Kollegin in Studio Mannheim, die Ihnen zu dem Thema Todesfälle durch Medikamente Weiterführendes berichten wird. Guten Abend auch von meiner Seite. Jährlich mehrere hunderttausend Todesfälle durch Medikamente. Der angesehene dänische Medizinprofessor Peter C. Götzsch bringt im November 2014 sein Buch heraus, namens Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. Darin veröffentlicht er, dass allein schon in den USA jährlich 100.000 Menschen an Medikamenten sterben. Und das, obwohl sie die ihnen vom Arzt verordnete Arznei korrekt einnehmen. Weitere 100.000 Amerikaner würden aufgrund von Fehlern sterben. Zum Beispiel an zu hohen Medikamentendosierungen. Die EU-Kommission hätte geschätzt, dass zusätzlich jährlich rund 200.000 EU-Bürger an Medikamentennebenwirkungen sterben würden. Dazu kommen noch ungeahnte Mengen von Todesfällen, die angeblich auf natürliche oder unbekannte Ursachen zurückgeführt werden, tatsächlich aber medikamentös bedingt sind. Medikamente seien nach Herzkrankheiten und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Handelt es sich hierbei nur um Unwissenheit? Oder im Gegenteil um vorsätzliche Tötung seitens der Pharmaindustrie. Ein Zitat von Professor Dr. Richard Day, der ehemalige Medizindirektor von Planned Parenthood, beantwortet die Frage mehr als deutlich. Ich zitiere: Aber letzten Endes wäre es eine gute Sache, die Leute an Krebs sterben zu lassen, weil es das Problem der Überbevölkerung verlangsamen würde. Damit verabschiede ich mich von Ihnen aus dem Studio Mannheim. Hallo und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV hier aus dem Studio Karlsruhe. Wichtigste Personen des Jahrhunderts unterstützen die Bevölkerungsreduktion. Der Journalist Oliver Janich zeigt in seinem Buch Das Kapitalismus-Komplott auf, dass seit 1910 Gelder der Rockefeller, Carnegie, Harriman und Kellogg-Familien in Organisationen der Eugenikbewegung flossen. Eugenik ist Bevölkerungsreduktion und Bevölkerungsselektion. Die Eugenikbewegung ist unter anderem von der Annahme geleitet, dass diejenigen an der Spitze der sozialen Leiter ihre rassische Überlegenheit bewiesen hätten, während die am unteren Ende der sozialen Leiter biologisch nicht die Voraussetzungen aufwiesen, Erfolg zu haben. Auch heute noch, so Janich, unterstützen die Rockefellers und andere einflussreiche Personen, wie zum Beispiel die Milliardäre Bill Gates und Warren Buffett, Organisationen dieser Bewegung, die sich heute meist als wohltätig ausgeben. Zum Beispiel die Organisation Planned Parenthood, deren deutscher Zweig Pro Familia heißt. Sie tritt für Abtreibung, Verhütung und Sterilisation ein und wurde von Margaret Sanger gegründet. Frau Sanger wird als Heldin der Frauenbewegung gefeiert und von dem Life-Magazin sogar als eine der wichtigsten Personen dieses Jahrhunderts hervorgehoben. In Wahrheit, so legt Janich überzeugend anhand von Auszügen aus ihren Werken dar, war Sanger eine Eugenikerin, die zum Beispiel unter anderem auch für Zwangssterilisationen eintrat.
In einem ihrer Bücher bezeichnete sie bestimmte Bevölkerungsgruppen als menschliches Unkraut und Idioten, die es nicht verdient hätten, Kinder zu haben. Jeder, der arm sei, und Menschen mit nicht normalen Kindern sollte ihrer Meinung nach sterilisiert werden. Hier verbirgt sich unter dem Deckmantel von Wohltätigkeit und Fortschritt ein grausamer Angriff auf unsere ungeborenen Kinder, finanziert und gefördert von einigen der wichtigsten Personen unserer Zeit. Auch bei Dingen, die auf den ersten Blick sehr gut aussehen, lohnt sich der zweite Blick. Mit Klagemauer TV schauen wir hinter die Kulissen. Bleiben Sie dran und sagen Sie es auch Ihren Freunden und Bekannten weiter. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde
und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.